Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu Europa Universalis 4 und dem pazifistischen Expansionsbemühungen des Osmanischen Reiches. Moah. Ja, ich habe schon lange kein Ziff mehr gespielt. Irgendwo musste ich jetzt mal den Pazifistenwitz bringen. Ich weiß auch nicht. Wer es nicht kann, kennt den Pazifistenwitz von mir. Ihr seid zu wenig in Discord. Oder ihr habt meine Ziff-Let's Plays nicht geguckt. In dem Sinne übrigens, Abo bitte da lassen. Danke. So, wir starten direkt ins Spiel. Heute ein bisschen weniger Laberei, hoffentlich wieder mehr Krieg. Wir können gegen die Grimm ziehen. Ich muss niesen, ich muss niesen, ich muss niesen, ich muss niesen. Ich glaube, ich muss doch nicht niesen. Oh, ich schwöre euch, wenn ich jetzt ins Mikro rein nies, dann aber. So, jetzt hat. Wir brauchen, by the way, 5 Handelsschiffe, fällt mir gerade ein. Also 10 insgesamt. Moment. Wie war die Quest hier genau? Einfach nur 10 Handelsschiffe. Okay, wir machen es uns jetzt erstmal leicht. Wir gehen hier einfach mal auf 10. Punkt. Die 20% haben wir übrigens schon, wie ihr gerade gesehen habt. Kurz. Okay. Wir können gegen die Grimm ziehen. Wann? Dezember 62. Noch ein Jahr. Hoffentlich bleibt von der Grimm noch was übrig. Also mein eigentlicher Plan, wir lassen das jetzt durchlaufen. Mein eigentlicher Plan wäre... Ah, die Bracht ist da. Da war er, der Nisa. Da war er. Kleinen Moment. So, alles läuft wieder. Ich bin auch wieder da. Ja. Okay. Sorry für die kurze Unterbrechung. Aus meinem einen Nieser ist dann noch ein Hustanfall, ein Niesanfall geworden. Ich glaube, ich war jetzt 10 Minuten weg, so ungefähr. Ah, ich bin aber wieder soweit. Ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht zu nasal an. So, also, was wollte ich sagen? Mein eigentlicher Plan wäre es jetzt eigentlich, dann gegen die Krim in den Krieg zu ziehen. Das Problem ist nur, je mehr davon besetzt ist von den Gegnern, desto schlechter wird es für mich natürlich, den Krieg zu gewinnen. Ich hätte dann nämlich eigentlich gerne die Krim vassalisiert und wäre dann, als neuer Lehnsherr der Krim automatisch im Krieg gegen Theodore, Trapezunt und Tscherkessien und würde Tscherkessien zum Beispiel gerne erobern. Und Theodoro auch und das gleich der Krim geben. Und Trapezunt würde ich mir für mich nehmen. Das wäre so ein bisschen der Plan. Okay, aber wird wahrscheinlich eher schwer umzusetzen sein. Schauen wir mal. Du bist nur gegen die Krim. So, ansonsten, wir haben einmal noch eine Tech, die Militär-Tech, 70%, kostet uns 1023 Macht. Werden wir definitiv nicht machen. Wir gehen mal noch, auch wenn es uns ein Schweine... Geld, sage ich schon, Schweineanzahl an Punkten kostet, gehen wir mal hier noch 2 Punkte rein, dass wir die Renaissance haben. Ein Punkt hätte wohl gelangt, aber 2 schaut einfach cooler aus. Das waren 300 Punkte rund, schöne Verschwendung, aber soll's. Wir sind ja am Limit. Also entwickeln wäre natürlich besser gewesen, wenn wir jetzt woanders reingegangen. Ich wollte es einfach nur die Renaissance haben. So, so viel dazu. Und dann haben wir hier die ersten Brachpunkte. Und da die aggressive Expansion tatsächlich noch einigermaßen bei uns zu wünschen übrig lässt, hier 29, 24, 35, 53, Aragon hat 31, gehen wir jetzt erstmal auf die Belagerung, dass wir die schon mal schneller durchdrücken können. Rentiert sich so richtig natürlich erst mit den Kanonen, aber egal. So, hier haben wir nichts mehr. Korn müssen wir noch. Dann harren wir der Dinge. Ein Jahr müssten wir noch. Trapezunt, gegen die könnten wir eigentlich Krieg erklären. Aber den Move mit der Grimm fände ich geiler. Unsere Armee ist auch noch nicht so groß, dass es eine Rolle spielt. Okay. Was ist mit Österreich los?
Gute Frage, nächste Frage. Niemand wählt Österreich. Sehr interessant. Passiert eher selten tatsächlich, dass die alle so gegen Österreich sind. Gut, was haben wir hier? Ulema-Stand, dafür erhalten wir 2 Korruption oder wir verlieren die Korruption. Wir haben gar keine Korruption. Ich hätte eigentlich auch ganz gerne gar nicht erst eine, deswegen machen wir das so. 1200 Rekrutenreserve nehmen wir auch mit. So, was ist jetzt hier? Warum geht es hier nicht weiter? Ist eine Festung ist doch hier und hier gar nicht drin. Nur hier ist eine Festung. Wie viele Soldaten hat die Grimm? Haben sie sich hier vielleicht irgendwo festgewurstelt? Eine Innovation für 20 Prestige. Dann nehmen wir lieber die 5 Prestige und Legitimität. Das ist ein bisschen sinnvoller, vor allen Dingen, weil wir eben keine 100 da oben haben. So, jetzt da wären wir jetzt endlich fertig. Unsere Flotte steht bereit. Wir stellen mal 16.000 hier hin. Die anderen 16.000 stellen wir nach Sinop. Unsere Flotte stellen wir auch bereit. Die Grimm erobert gerade zurück, was hervorragend für uns ist. November. Und in Kanda kommen gleich welche raus. Apropos, wir könnten eigentlich mal kurz gucken, wie viel Autonomie haben wir denn? Oh, viel. Wir haben viel Autonomie. Umso höher die Autonomie, umso langsamer steigen hier unsere Regierungspunkte für die nächste Regierungsform. Deswegen gehen wir jetzt mal her und wir schüren mal mit Absicht Unruhen. Und zwar senken wir die Autonomie überall. Allerdings, wie gesagt, gehen da die Unruhen nach oben. Hier in unserem Hauptbereich ist es vollkommen egal, aber ihr habt gerade gesehen, hier oben richtig Unruhen. Da geht's jetzt dann rund. Aber macht nichts. So. Waffenstillstand müsste vorbei sein. Wir erklären den Krieg, Eroberung der Krim. Nogai möchte mit in den Krieg. Nogai hat wahrscheinlich mehr als 100% bei uns, oder? 139%, schade, sonst hätten wir die auch noch vassalisiert. So, lassen wir Nogai einfach weg. Rein in den Krieg. So. Kommen wir rüber? Nein, kommen wir nicht. Dann warten wir mal ganz kurz, ob trotzdem noch was geht und wir fahren mit unserer Flotte einfach mal hier rüber. Unsere Flotte macht das für uns. So, wir gucken in der Zwischenzeit, ob wir gehen können. Nein, immer noch nicht. Keine Durchgang. Okay. Dann fahren wir auch hier mal hin. Hier unten ist die Grimm. Werden wir uns gleich drum kümmern. So, laden mal aus hier. Danke. Und unseren Belagerungsdeck wollen wir auf der Grimm haben. Dann gehen wir aber erst mit unserem Belagerungsdeck mal schnell da rein. Wenn die Aufständischen da sind, so hier unten laufen wir jetzt in die Grimm, können wir nicht. Wir haben keinen Durchmarsch, weil die haben den Krieg ja hier gegen Tscherkessien. Ist aber auch okay für uns. Sollen sie mal die Festung besetzen in der Hoffnung, dass die Festung besetzt bleibt, wenn wir dann die Krim gleich unterwerfen. Ja. 21 religiöse Regimenter oder eine Dekadenz. Wir haben immer noch keine Dekadenz bisher angesammelt, gell? Das war hier. Aber 21
gegen 16.000 von uns. Wir probieren's. Wir probieren's. Fahr mal hier rüber. So, einmal die Grimm. Janitscharen verlieren Loyalität und eine Stabilität geht eigentlich gar nicht. Dann verliert lieber alles andere Loyalität, so leid es mir leider tut. Aber das mit den Janitscharen gefällt mir ganz und gar nicht. So. Wir verlieren Flottentradition, kriegen Armeetradition. Finde ich okay. Flottentradition schade, aber nicht so wichtig für uns. Armeetradition ist wichtiger. So, bist du aufgeladen? Ja, rein da und wir hoffen jetzt einfach. Hä? Ne, das waren irgendwelche anderen Aufständischen anscheinend. So, hier ist es wichtig. Ja, okay, gewinnen wir locker. Gewinnen wir locker. Easy. Easy popeasy. Check. Hä? Schon wieder? Wir hatten doch das Event erst. Okay. Diesmal Schluss mit lustig, offene Rebellion. Ende aus. Habe ich keinen Bock drauf. Ein zweites Mal mit 30 Legitimität machen wir das ganz sicher nicht. So, wir haben hier die maritime Präsenz erfüllt. Handelsmacht lokal, Entwicklungskosten lokal, nice to have. Und jetzt haben wir Beziehungen zu Venedig. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Wir mögen uns mit Venedig. Nein. Ist ein Untergebener, wurde beleidigt, Krieg gewonnen oder wir müssen auf jeden Fall so viele große Schiffe wie Venedig haben, okay? Wir sind eigentlich eh schon über dem Flottenlimit. Nein, nicht mehr. Wir haben aber gerade genügend Geld. Wir bauen mal 5 große Schiffe. Einfach, weil wir das Geld haben. Und merkt euch eins, wenn ihr über das Flottenlimit drüber geht, das ist okay. Das kostet nicht so viel. Wenn ihr über die Armeelimit drüber geht, da ist ein Trupp schon extrem teuer. Also Schiffe billiger als Truppen. So, du gehst mal hier runter. Geh nach Konstantinopel. Chill dein Life. Bürgerkrieg sehe ich gerade übrigens keinen. So, wo gehst du jetzt hin? Willst du jetzt kämpfen gehen wahrscheinlich, oder? Nein, du gehst nach Theodoro. Flotte, bitte dahin. Hast du noch Krieg? Ja. So, Krim-Fall. Nee. Krim will nicht fallen. Die Krim will nicht fallen. Unser militärischer Berater Urban verlässt den Hof. Was haben wir denn für einen Berater? Moral. Plus 2. Der unglaublich billig ist. Alle anderen muslimischen Nationen mögen mich weniger. Das ist okay für mich. Das ist okay für mich. Die mögen mich eh alle nicht, weil wir gegen alle Krieg führen. Deswegen von dem her vollkommen egal. Grimm, würdest du jetzt mal fallen? Ja, danke. So, die Grimm ist gefallen. Wir gehen jetzt mal kurz rein. Wir können noch keinen Frieden machen. Das willst du noch nicht. Akunlo, Grimm, Mameluke, Venedig, Genua geht uns am Popo vorbei. Aber wir kommen hier noch nicht weiter. Wir müssen nach Nogal marschieren. Oh. Aragon in der Hand von Kastilien. Das heißt, da werden wir wohl demnächst irgendwann mal Kastilien brechen müssen. So, wir gehen jetzt. Ich wollte jetzt sagen, wir gehen jetzt in die Militärtech.
Wenn ich jetzt noch ganz schnell in einer Provinz fördere. Ein Haufen Militärpunkte, die ich jetzt nicht ausgeben will, aber die 900 machen wir auf jeden Fall auch nicht. Ich gebe mal hier kurz 2 Punkte rein. Ich meine, wir könnten das mit Erlassen theoretisch regeln. Kostet nur. Deswegen regel ich das am liebsten über Entwicklung. Ich bin nur eher schockiert, dass die Entwicklung da, wo bereits Ressource vorhanden ist, trotzdem halt null vorwärts geht. Also hier 0,37 monatlich, das ist halt gar nichts. Bin am Überlegen, wenn wir jetzt hier in die 20 reingehen, dann wächst es noch schneller. Das sind 4 Punkte. Lohnt sich auch kein Erlass. So. Na. Oh, das war gerade wichtig. Unser König, unser Nachfolger ist vorsichtig. Weniger aggressive Expansion. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in Nogai. Ich habe keine Ahnung, wo die ihre Truppen haben. Theoretisch haben sie noch ein paar Leutchen. Aber die sehen wir nicht. Und da sind jetzt die Truppen eigentlich auch von. Die Krim hat keine Soldaten mehr. Das ist interessant. So, was haben wir hier? Erhält 20 Prestige. Okay. Ändert die Entwicklung des Monuments Hagia Sophia um 1. Wir haben 33% Chance, dass wir. Na, wir verlieren so oder so 279 Dukaten. Okay, das ist mir egal. Oder wir sollen sie auf sich beruhen lassen. Dann kriegen die Dimi 15 Loyalität, was cool wäre. Aber nee, wir machen auf jeden Fall Hagia Sophia Entwicklung plus 1. Das sind. Oh, wir würden direkt auf die 2 kommen. Das sind 2500 Gold, was wir hier geschenkt bekommen. Und die Entwicklung 222. Schauen wir mal. 18, 18, 10. Okay. 20, 18, 10 und jetzt haben wir hier Toleranz, wahrer Glaube. Oh, 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 also das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Okay, und dann hier Meinung Kroatien, dafür weniger Unruhe. Handelsmacht, also weniger Meinung, dafür mehr Handel und so für uns. Machen wir, weil wen interessiert Kroatien? Wir können muslimische Pietäten Dingsbums nutzen. Kann man hier unten draufklicken, geht die Korruption um 2 runter. Da wir überhaupt keine Korruption haben, weg. Machen wir das auch mal weg. So. Also ihr seht es mit dem Krieg. Keine Eile. Wir könnten natürlich den zweiten Mann jetzt auch noch rüber, Trupp jetzt noch rüberfahren. Nee, geht nicht mehr. Wir haben kein Durchmarschrecht mehr. Und jetzt ist unser Militärberater gestorben. So eine Scheiße. Nehmen wir hier den Diszi-Typen. Wir kommen jetzt nicht mehr rüber. Das ist ja doof. Und Nogai will halt auch noch nicht aus dem Krieg raus. Und die Krim will halt auch noch keinen Frieden. Warte mal, Wert des Friedens. Oh, die Krim hat hier unten was erobert. Allerdings ist unser Plan da nicht aufgegangen. Aber wir können sie immer noch vassalisieren. Das ist hervorragend. So. Wir kommen nicht mehr rüber. Das ist nervig. So, Nogai. Hauptstadt. Willst du jetzt raus? Nein. So, wir sehen keine Truppen von Nogai. Trennen wir uns mal ein bisschen. Erobern wir einfach mal so ein bisschen. Truppen aber zusammenlassen, falls doch welche auftauchen. Weil irgendwo müssen ja 14.000 sein. Irgendwo müssen sie ja sein.
Jetzt will Nogai raus. Wie viel Gold hast du denn? 235. 178 gibst du und schon, da machen wir gar nicht lang drauf. Das ist Zeitverschwendung. Geld haben wir auch nicht unbedingt nötig. So, einen Tag vergehen lassen. Unsere Truppen sind deexiliert. Jetzt können wir sie frei bewegen. Rüber in die Grimm. Die 19.000 fahren wir auch schon mal weg. Und dann kommen wir her. Wir sagen, werde unser Vasall. Gib mir noch ein bisschen Geld. Und Friede. So, jetzt haben wir einen Vasall, genau. Wir werden dich jetzt erstmal beeinflussen gleich. Und wir haben eine drohende Katastrophe. Und zwar die Unabhängigkeit der Janitscharen, weil sie einen höheren Einfluss als 100 haben. Wie ist denn das passiert? Also klar, einmal unsere Sachen. Und dann blöderweise nochmal 20% geschenkt in den Events. Da habe ich nicht aufgepasst. Wie könnte man das abwenden? Keinen einen höheren Einfluss als 100. 72 geht das erste weg. Da werden sie wohl rauskommen. Ja, 73 würde die Unabhängigkeit gefordert werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, hier haben wir gesagt, beeinflussen wir mal. Und die Idee von Ragusa. Wir könnten dich vassalisieren, Ragusa. Könnten hier ein paar Provinzen am Anfang an Ragusa erstmal abgeben. Dann könnten wir sie vassalisieren. Also wir sind von der Diplo auf 5 von 4, weil wir Ragusa auch noch garantiert haben. Wir könnten das jetzt einfach rausschmeißen. Aber Ragusa vassalisieren fände ich eine coole Idee. Okay. Spanien möchte Dukaten von uns. Vassalisieren geht aber nur, wenn wir 190 Ruf bei ihnen haben. Das heißt, wir müssen da jetzt erstmal hinarbeiten. Wir haben hier ein paar Aufstände. Kümmern wir uns sofort drum. So. Da kümmern wir uns sofort drum. So, marschieren wir da unten rein. Ragusa möchte auch noch Wissensteilung machen. Kostet zwar 4 Dukaten, aber so ist es mir wert. So, wir könnten jetzt in die nächste Tech für 767 gehen. Wenn wir aber halt noch fördern könnten vorher, wäre das halt einfach besser. Wie lange haben wir Zeit? Ach, nur noch 60 Tage für die Innovation. Die Frage ist, wie viel Geld uns das kostet, wenn ich das jetzt forciere. Wir haben 89 Punkte. Wenn ich jetzt einen Punkt reinhaue, haben wir 92. So, vorhanden. 974. Nehmen wir jetzt noch ein Darlehen auf. Wir übertreiben es komplett. Jetzt können wir direkt die Tech ausbauen. Hier aber übrigens jetzt, wir könnten ein Großprojekt ausbauen. Machen wir nicht. Wir fördern jetzt halt die Renaissance. Bam. Und jetzt werden alle Techs billiger. Und jetzt können wir die Militärtech für 595 fördern. Statt was waren vorher 700, 800? Keine Ahnung. Und das machen wir auch. Nehmen dadurch auch die Innovation. So, wir haben eine neue Kavallerie. Gibt es nur eine zum Auswählen? Einfach draufklicken. Alles gut. Darlehen kostet uns 337. Geht mit der Zeit auch weg. Also alles gechillt. Österreich ist kein Rivale mehr. Ungarn ist kein Rivale mehr. Polen hat uns bestimmt. Und Konstantinopel, ja, Konstantinopel wechselt jetzt von Glas auf die noch geileren Edelsteine. Also noch mehr Geld für uns. So, wie schaut es denn jetzt aus? Plus 10 Dukaten momentan. Wissensaustausch wurde dadurch beendet.
Venedig ist auch kein Rivale mehr von uns. Wer ist denn jetzt Rivale von uns? Der Mameluke, der Pole. Und Frankreich würde ich mir gerne noch ein bisschen offen halten. Wir verbessern sogar mal die Beziehung zu ihnen. Kastilien gegen die möchte ich ja eigentlich irgendwann ziehen. Deswegen Bündnis brechen mit Kastilien, ja. Frankreich dafür vielleicht in ein Bündnis bekommen. Fände ich zum Beispiel relativ cool. So, wir haben jetzt hier oben einen auch schon loyalen Vassal. Nein, er ist noch illoyal, der Vassal. Aber der wird es mit der Zeit. Das ist überhaupt kein Problem. Haben wir noch unseren... Ja. Okay, Ragusa, du bist bei 80. Okay. Nächstes Ziel. Oh, meine Nase. Meine Nase geht zu. Wäre in meinen Augen Akunlu. Nächstes Darlehen. Ne, wir können mal noch einen Monat warten. Dann gehen wir die 203 Dukaten aus. Die Events kann man nicht unendlich lang offen lassen. Ich glaube irgendwie 3 Monate oder sowas. Also man kann die auch 2 Monate laufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. So, hier die fahren wir auch mal noch runter. Mein Plan mit dem Krieg gegen die anderen ist ja leider nicht aufgegangen. Aber alles kein Thema. So. Shirvan und Acham. Ja, wir brauchen halt auch Text. Das ist der Wahnsinn. Also, dass man als Osmane mal hinterherhinkt, das passiert auch nicht allzu häufig. Das passiert auch nicht allzu häufig. Na, sobald wir den hier haben, 542, dann werden wir ein bisschen aufholen. Dann werden wir ein bisschen aufholen. So, Akunlu. Shirvan, Acham. Acham ist hier. Shirvan ist das. Leider haben wir jetzt hier keine Grenze mit der Krim, sonst hätten wir Shirvan eventuell der Krim geben können. Oder Trapezunt haben wir ja keinen Frieden, gell? Nur die Krim hat Frieden. Theodoro. Oh, das machen wir als erstes. Das machen wir als erstes. Guck mal. Guck mal. Holen wir uns doch die 2 Sachen. Müssen Frankreich kurz abbrechen. Staatsebene mit Granada vorbei. Ist uns egal. Hier. So, rein da. Und... nicht du, sondern du. Belagerungsdeck. Rüber da. Hier, Theodoro stürzt sich auf uns. Macht nichts. Wir fahren doch mal schnell einfach rüber. Hauen den mal kurz auf die Nase. Neider. Was? Koalition war da gerade. Genua. Ja, ja, sollen sie mal machen. Sollen sie mal machen. Habe ich tatsächlich überhaupt keine Angst. So, hier machen wir wieder Staatsehe. Und hier verbessern wir wieder. Wo haben wir einen Aufstand? In Karaman. Mach mal. Machen wir. So, Theodoro. Fahren wir gleich wieder zurück. Okay, fahren wohl nicht, sondern sie laufen zurück. Ist mir auch egal. Oh, versenken noch schnell hier die Flotte nebenbei. Was haben wir? Handelseffizient 15% und 50 Diplo oder direkt 500 Dukaten. Nehmen wir direkt die Dukaten. Zahlen wir nämlich direkt auch das Darlehen zurück. Ja, und das ist doch jetzt Einkommen, wie ich es mache. Ah, ich habe die Kriegssteuern an. Nein! Ja, weg damit. Was passiert jetzt? Wie viel sind's? 16 auf 12. Also sind 3 bis 4 Dukaten. Ist schon ein Haufen Geld, muss man sagen. Also die Kriegssteuern bringen schon was. Die Kriegssteuern bringen schon ein bisschen was. So, komm, hey. Belagerungsdeck da rein. So, dann können wir die anderen hier zurückziehen.
Belagerungsstack geht halt doch ein bisschen besser. Ja, wir warten jetzt noch, bis hier die Belagerung durch ist. Dann schnappen wir uns die beiden Provinzen und alles klar. So, Franzose, wie schaut's denn aus? Du liebst uns. Aber du willst auch schon ein Bündnis. Und das, obwohl wir mit Kastilien verbündet sind. Ha! 10 Punkte Richtung Mystik, so ein Kack. Aber egal. Aber egal. Unruhe lokal. Religionswechsel will ich aber halt auch nicht. Nehmen wir die Unruhe in Kauf. Ich muss eh sagen, unsere Unruhen sind relativ harmlos dafür, dass wir die die Autonomie gesenkt haben. So, Frankreich will also auch ein Bündnis mit uns. Das werden wir jetzt gleich eingehen. Die Frage ist nur, möchte ich dann Spanien direkt brechen? So, das hole ich mir. Ja, Koalition ist mir immer noch egal. Trabzon werden wir natürlich direkt koren. 41 Admin-Macht. Und dann gehen wir her und sagen jetzt, hey Grimm, Provinz zusprechen, Teodoro. Da schenke ich dir. Damit mögen sie uns ein bisschen mehr. Loyal sind sie jetzt auch. Passt. So, Frankreich. Also hier werden wir jetzt das Bündnis direkt eingehen. Das sind halt starke Bündnisse. Und jetzt sind wir schon 2 über. Kostet uns also jetzt schon 2 Punkte. Und den Schwerpunkt haben wir auch noch. Den können wir tatsächlich inzwischen raustun. Den brauchen wir nicht mehr. Kostet uns jetzt schon 2 Bündnisse, weil wir 6 von 4 diplomatische Beziehungen haben. Das ist hart. Deswegen die Frage, ob wir Spanien gleich brechen oder ob wir Spanien erst brechen, wenn wir ihnen auf die Nase geben. Weil theoretisch könnten wir halt Spanien auch hier irgendwo, ja, hier zum Beispiel mit reinziehen, gell? Und das ist halt schon gut. Ist halt schon gut. Toleranz, wahrer Glaube, Loyalität nehmen wir mit. So, und das sind wir jetzt schon beim Thema. Loyalität. Wir würden gerne, dann kriegen sie schon wieder 5 Einfluss. Na, ich lasse es jetzt hier dabei mal. Wir verlieren 10 Loyalität bei den Ymeren. Wir verlieren Dukaten und Steuereinnahmen global für lange Zeit. Oder wir verlieren... Ah, das ist alles Kacke. Die Loyalität der Ymera. Ich würde gerne Stände entziehen. Dann haben wir aber 1, 2 Aufstände. Gut, das ist in Ordnung. Das machen wir. Das machen wir. Das ist harmlos. Hat es was gebracht? Nein, wir sind immer noch im Minus mit dem Kronland. Ja, das hier mit dem Janitscharn ist kacke. Da habe ich nicht aufgepasst. Gebe ich schon zu. Gebe ich schon zu. So, können wir was bauen? Nein, kann man nicht. Kasernen können wir bauen, doch. Bauen wir mal Kasernen. Neuer Marktplatz, nein. Dann bauen wir hier die 13er Kirche noch. So, 5 Großschiffe haben wir inzwischen auch. Da war doch eine Quest. Genau, und jetzt müssten wir noch... Meinung von Venedig mindestens 100 und hat ein Bündnis. Nein, ist ein Untergebener oder wurde von Osmanischen Reich beleidigt. Ja, das können wir machen. Schicken dir mal eine Beleidigung. Bam.
Jetzt haben wir die Quest. Was passiert jetzt? Wir erhalten 15 Flottentraditionen. Wenn wir mit Venedig verbündet wären, ein Handelsabkommen. Ja, wollen wir nicht. Oder wir erhalten 3 Merkantilismus und Kampfstärke Galeeren um 20%. Ja, geil. Das finde ich viel cooler. So, und dann haben wir sichert den Bosporus. Diese ganzen Provinzen hier müssen in unserer Hand sein. Also Kreta, Korfu, Zypern, Rhodos. Also alles, was Ägäis, also alles hier. Oh, was hast denn du für einen Krieg? Ferrara, Mailand und Salzburg. Nur Venedig. Und Venedig verliert das sogar. Das ist ja interessant. Okay, Zypern ist unter Herrschaft von Mamelucken. Genua. Ja, noch verbündet mit Florenz. Also hier haben wir jetzt gerade eine Koalition mit Mamelucken. Es ist blöd. Die hört auch nicht auf. Ach, Akundu ist auch drin. Das heißt, der andere Seite wäre, wir könnten wir müssten in den Westen vordringen. So, das mit dem Pascha haben wir ja auch noch. Okay. Hier. Wir könnten... Wir brauchen 20 Provinzen. Wir könnten zum Beispiel mal Serbien und Bosnien erobern. Wäre im Idealfall, aber bräuchte man dichter als Vasallen Ragusa. Dann könnten wir denen nämlich hier gleich Provinzen schenken. Das Problem ist, wir kriegen dich nicht so schnell als Vasallen. Ich kann dich beeinflussen, aber... Machen wir das mal noch. 143... Jetzt brauche ich immer noch 50 Punkte. Und hier kriege ich halt auch nur... Wenn ich dir jetzt noch 50 Dukaten schenke, sind aber auch nur 50. Jetzt fehlen halt immer noch 12. Ein Käse. So, und wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Deswegen beenden wir hier die Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.